diesem Stress würde ich sagen, willkommen zur nächsten Folge von normalen Angriffe werden bei dem doch nichts aus. Oh nein, 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 sterb! Nichts ausrichten, wollte ich sagen. Das ist bestimmt wieder so einer dieser Quicktime-Bosse. Zwei Granaten habe ich noch. Hier, die ist für dich. Die ist für dich. So, jetzt wird's eng. Weiß nicht, wie ich den kletten soll. Irgendwas in der Umgebung vielleicht? Ah ja. Zack. Ernsthaft? Könnt ihr nicht wenigstens noch ein bisschen Munition mitbringen? Jetzt habe ich die ganzen Granaten für den Typen aufgebraucht. Wow! Was? Von wo? Von hier? Ich hab quasi... So. Nimm den! Nein! Fuck, fuck, fuck! Ach komm schon! Ich war so gut! Ich war so gut! Dann war ich in die Enge getrieben. Shit. Es läuft wieder nicht hier. Nee, nee, nee. Bleibe ich bei der Pistole. Die Pistole ist auf jeden Fall die sicherere Waffe. Oh nein. Ich lasse mich viel zu sehr ablenken hier. Aber der ist tot. Oh, der hat kein Gesicht mehr. Schlecht für dich, gut für mich. Komm, nochmal. Nochmal, mach ihn platt. Tja. Heilige Scheiße, ey. Was ein Kampf. Tja, was mit Sam ist, keine Ahnung. Mit so einem einer Gegenwehrmaßnahme habe ich nicht gerechnet. Matthias. Was war das denn jetzt für eine Taste? Was soll ich denn da drücken? Drehen? Mehrmals eh! Immer blöd, wenn die auf einmal irgendwie zum Schluss andere Tasten damit einsetzen. Oh, jetzt habe ich beide Pistolen. Tja, Matthias. Guten Flug, du Arsch, ey.
Meine Fresse. Er schießt die Königin. Benutze das Schwert. Du hast doch diesen Ritualdolch dabei. Das ist die Holzvariante des Ritualdolchs. Sam bewegt sich noch so ein bisschen. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ein Überlebender ist geboren. Und damit endet das Let's Play von Tomb Raider. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich fand, es war ein großartiges Spiel. Also mich hat selten ein Spiel so mitgenommen wie dieses Spiel. Ich habe teilweise wirklich, wirklich mitgelitten und mitgefiebert und war völlig in diesem Universum versunken. Leider ist das Spiel auf meinem Kanal weit unter seinen, ja, unter dem angepriesenen Ziel geblieben. Viele Folgen haben unter 100 Klicks, liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass AAA-Titel im Moment einfach von jedem bis zur Unendlichkeit gespielt werden. Und solche Ausnahmetitel wie Tomb Raider, das ist natürlich dann wieder noch was ganz Besonderes. Ich kann es euch nur empfehlen, solltet ihr es noch haben wollen,
das Spiel jetzt nach dem Let's Play könnt ihr es euch bei Planet Key kaufen, meinem Sponsor. Unten einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Dann bekommt ihr eine aktuelle Aufstellung der günstigsten Preise. Und dann könnt ihr dieses großartige Abenteuer auch selber noch erleben. Ja. Tolles Spiel. Wirklich, wirklich gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist die Frage, was ist die schlimmste Szene für mich in dem Spiel gewesen? Oder die gruseligste? Das war, glaube ich, die, wo ich da in diese Gruft gefallen bin, wo auch diese ganzen großen Yamatai-Krieger unterwegs gewesen sind und die ganzen Leute irgendwie geschlachtet haben und alles voller Blut war. Das war so schrecklich. Mir ging es ganz anders. Das meiste Herzklopfen hatte ich, glaube ich, bei solchen Rutsch-Events oder bei dem Flug durch den Wald mit dem Fallschirm. Das war auch echt klasse gemacht. Tja, was sage ich zur Vertonung des Spiels? Deutsche Synchronisation top. Also kann man nicht meckern. Der Typ am Ende hatte, glaube ich, die gleiche Synchronisationsstimme wie einige von den Soldaten, die halt auch durch die Gegend gerannt sind. Ist nicht schlimm, aber ist halt einfach so. Waren viele gute und bekannte Sprecher dabei. Bekannteste wahrscheinlich ist Nora Tschirner gewesen, gerade durch ihre Schauspielkarriere. Ich finde, die hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Die Stimme hat sehr gut gepasst. Sollte ein Nachfolger kommen, werde ich mir den natürlich auch anschauen. Sollte es trotz der Ankündigung, dass es keine Singleplayer-DLCs gibt, dort weitere geben, werde ich mir die natürlich auch anschauen. Ja, und ich lasse euch jetzt einfach mit den Credits alleine. Könnt ihr euch noch zum Ende anschauen. Ich lasse die euch wie immer durchlaufen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Hat viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Bis dahin. Servus, euer Marv.
Ah!